So, da sind wir wieder und diesmal zu einer neuen Runde Market Roundup mit richtigem Layout und wir starten direkt rein in den DAX. Jetzt auch mit der Ansicht, die ich haben wollte, und zwar sehen wir hier ganz gut zwei verschiedene Ebenen. Zum einen, dass wir ja durchaus weiter uns auf auch verschiedenen Allzeithochs auch während der Woche befinden. Allerdings sehen wir auch ganz gut, dass wir uns mal wieder in so eine neue Konsolidierungsphase begeben. Zumindest hat es aktuell den Anschein. Wir hatten ja die Phase ungefähr, nachdem wir die gute Rallye bis in den Dezember, Januar rein hatten, haben uns auch dort auf weiteren Höchstniveaus gehalten. Dann gab es nochmal den starken Anstieg jetzt zur Anfang des Jahres in den Februar, in den März rein. Wie gesagt, immer mal wieder mit neuen Allzeithochs. Die haben wir auch hier nach der EZB-Sitzung gesehen. Der Leitzins ist hier unverändert bei 4,5% geblieben. Inflation fällt aber weiter, jetzt aktuell bei 2,5% in Deutschland und auch das wieder so leichte Impulstreiber. Wir erwarten die Zinssenkungen jetzt ungefähr im Juni und ja, dementsprechend weiterhin hohe Niveaus. Wir konsolidieren hier so ein bisschen, das sieht man auch unten am RSI, das tut dem ganz gut, dass wir aus diesem ja, überkauften Bereich langsam ein bisschen rauswandern, vielleicht auch ohne weiteren Abschwung. Ähnliches haben wir auch, wie gesagt, hier im Dezember gesehen, auch da sind wir in diesen Bereich reingelaufen, haben konsolidiert. Das Volumen nimmt auch gerade an der Stelle so ein bisschen wieder ab und ja, es kehrt ein bisschen Ruhe am Markt ein. Kurz nochmal der Blick, wie gesagt, zur 10-jährigen Bundesanleihe. Zinsthema war ja letzte Woche doch relativ präsent. EZB-Leitzins, wie gesagt, weiterhin bei 4,5%. Zinssenkungen erwartet im Juni und ja, Frau Lagarde hat in ihrer Rede eigentlich das Ganze auch ja so ein bisschen befeuert, beflügelt, zumindest die Tür dafür offen gelassen, hat auf weitere Daten gewartet. Die Datenlage deutet zumindest aktuell auf Zinssenkungen im Juni hin. Das hat auch die 10-jährige Bundesanleihe gesehen. Die ist weiter hier abgeschwungen. Ich gehe nochmal ganz kurz auf das Bild in der letzten Woche. Da hatten wir uns das Ganze ja schon angesehen, dass es wirklich diesen Ausbruch aus diesem Dreieck wirklich gab. Hier in dieser einen Kerze, das Ganze hat sich jetzt manifestiert. Wir sind weiter nach unten gelaufen, bis auf die Unterstützung, die wir hier gesehen haben, bei ungefähr 2,25, 2,38% ungefähr auf dieser Riege, sind daran leicht abgeprallt, aber halt doch in einem deutlichen Abwärtstrend. Man muss sagen, hier ist einiges los in diesen Riegen. Jetzt 2,14 wäre so das nächste, wenn man hier das Ganze durchbrechen würde. Wir sind hier aber an eigentlich einem ganz gesunden Abschwung geblieben. Blick auf den S&P 500 und hier muss man sagen, lässt sich diese Konsolidierung nicht so deutlich erkennen. Auch hier sehen wir zumindest so eine Phase, wo jetzt auch mal so ein paar Kerzen relativ seitwärts gewandert sind. Allerdings sehen wir ganz grundsätzlich doch schon einen dynamischen Aufwärtstrend, der weiterhin auch Bestand hat. Dann auch wieder ja, befeuert, kann man an der einen Stelle sagen, oder so ein bisschen beflügelt zumindest auch die Euphorie durch die Arbeitsmarktzahlen. Wir hatten grundsätzlich einen robusten Arbeitsmarkt, wir schauen da gleich nochmal genau drauf, aber leicht erhöhte Arbeitslosenquoten, auch etwas, was so ein bisschen dafür spricht, dass man gegebenenfalls doch auch ein bisschen auf die Wirtschaft achtet, zumindest aus der Brille der Fed und dementsprechend auf Zinssenkungen im Juni wettet oder aktuell zumindest im Markt erwartet wird. Wenn man wirklich auf die Zahlen allerdings guckt, und ich hatte ja gerade eben angesprochen, ja, wir haben leicht erhöhte Arbeitslosenzahlen. Wir sind jetzt hier bei 3,9% in dem Falle. Wir sehen aber in der Vergangenheit, ja, sind wir immer noch auf sehr, sehr niedrigen Niveaus. Wir hatten natürlich diese Corona-Spitze, diese Corona-Besonderheit, die wir hier gesehen haben, was ein ziemlich starkes Auf und Ab war, was sich dann relativ schnell wieder auf Tiefpunkten gemünzt hat. Wir haben sehr, sehr viele und große Mengen an Einstellungen bei den großen Tech-Konzernen gesehen. Jetzt erhöht sich das Ganze so langsam wieder, aber man sieht, wir sind trotzdem halt auf niedrigen Niveaus. Das möchte man aber grundsätzlich beibehalten. Das heißt, da noch keine allzu große Besonderheit. Wenn man hier so ein bisschen aber auf die letzten Monate guckt, und da sieht man zum einen ja diese ja, die Non-Farm-Payrolls, aber so ein bisschen die neuen Arbeitsstellen abseits des Landwirtschaftssektors, die befinden sich weiterhin eigentlich auf ganz gesundem Niveau. Das würde eher dafür sprechen, dass man sagt, okay, die Wirtschaft bleibt weiter robust, wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen mit den Zinssenkungen. Allerdings, wie gesagt, hier sieht man so einen leicht erhöhten Trend in der Arbeitslosenquote und das ist dann wieder so ein bisschen der Gegenfaktor. Das heißt, die Türen bleiben hier weiter offen für Zinssenkungen im Juni.
Ähnliches sieht man dann auch bei der 10-jährigen Bundesanleihe in den USA, also in dem Falle die 10-jährige US Treasury, hier an der Renditenform dargestellt. Man sieht es auch hier ganz schön, dass diese dann doch wieder durchbrochen wurde nach unten. Wir hatten so eine Konsolidierungsphase, die sich ja hier oben abgezeichnet hat, oberhalb auch dieses gleitenden Durchschnitts. Wie gesagt, Unterstützung ist dann erstmal hier bei 4,1, 4,180, weil dieser gleitende Durchschnitt war gebrochen, sind dann runter auf diese ungefähr 4,05. Die hält aktuell noch, man sieht aber ganz gut, hier ist auch relativ viel los im Rahmen von Widerständen und Unterstützungen. Also die sind alle nicht allzu stark, aber sie haben halt in der Vergangenheit doch schon noch eine gewisse Bewandtnis gehabt. Ja, im nächsten Fokus steht dann hier, wie der sagt, diese Unterstützung, wenn dann die obere hier fallen sollte. Großer Fokus dafür wird in dieser Woche insbesondere die Inflationsdaten, die wir auch aus den USA bekommen. Kurzer Blick noch auf die generelle Entwicklung rund um das Thema Bewertungen. Ich habe dazu mal einen kleinen Auszug von Berenberg, von dem Research House dort mitgebracht. Die haben Quellen und Daten von Bloomberg und von FactSet einmal hier zusammengeworfen. Und was man ganz gut sehen kann, dass man hier an vielen Stellen, zumindest bemessen an dem KGV, aktuell noch von nicht unbedingt einer Überbewertung des Marktes sprechen kann, zumindest nicht, wenn man hier auf den Stoxx 600 blickt, also den europäischen S&P 500, kann man so sagen, wo so die wichtigsten großen Titel drin sind. Dort sieht man eigentlich, dass wir im Rahmen zumindest des letzten oder der letzten Durchschnitte der Jahre noch ein bisschen unterhalb dieses Durchschnittes sind von diesen 10 Jahren, die man hier abbildet, oder 40 Jahren, die man hier abbildet, und 10 in den letzten Jahren, hat man hier ungefähr 13,5 zu 14,2. Oben an der Stelle sieht man aber, dass wir halt schon deutlich drüber sind in der US-Variante, also auch dort höhere Bewertungen sieht. Jetzt muss man an der Stelle aber sagen, das hat zwei signifikante Unterschiede. Zum einen sehen wir hier noch keine Erholung der Ergebnisse, also die Erwartungen an die zukünftigen Ergebnisse, die haben sich eigentlich in der letzten Zeit hier nicht so wirklich verändert. Das sieht man auch im Euro Stoxx 50, also die kleinere Variante. Auf der Stelle von dem KGVs in den USA sieht man hier, dass die Erwartungen an die zukünftigen Gewinne auch steigen. Und wir wissen ja, an der Börse handeln wir die Zukunft. Das heißt, diese Überbewertung resultiert nicht allein aus Kursanstiegen. Also im Zweifel schon, aber in der näheren Zukunft könnten die halt wieder etwas kippen, sofern wirklich die Gewinne auch so, wie sie erwartet werden, dann nachziehen. Kurz noch ein Blick auf die Fed-Leitzinserwartungen oder auch auf die der EZB und der Bank of England in dem Falle. Was wir hier sehen können in diesen Grafiken ist, was der Markt erwartet an Zinssenkungen. Und wir sehen in diesen schwarzen Strichen ja die Erwartungen, wie sie waren von vor 4 Wochen. Da sieht man ja, dass man einen deutlich schnelleren Abschwung hier erahnt hat, zumindest im Rahmen auch der Fed dann ein deutlich tieferes Jahresendziel erwartet hat. Das sind quasi die Schritte, die man hier gehen würde im Rahmen der Leitzinssenkungen. Jetzt muss man sagen, ja, es fängt später an. Im Zweifel gibt es hier noch so leichte Erwartungen eventuell an den Mai. Der Kern liegt aber aktuell wirklich stark auf dem Juni. Also hier soll es wirklich losgehen. Ähnlich sieht es auch aus bei der EZB. Was wir aber halt deutlich sehen, dass die Zinsschritte teilweise dann doch deutlich größer werden und bei der EZB aktuell zumindest eine ähnliche Dynamik fürs Jahresende erwartet wird, auch wenn quasi diese Schritte erst später anfangen. Etwas später wird es dann erwartet, wirklich bei der Bank of England. Den ersten richtigen Schritt erwartet man hier also wirklich im August, während es bei der EZB und bei der Fed eher der Juni ist. Kurz noch ein Blick auf den Hang Seng. Inflationsdaten zeigen hier jetzt mal in eine andere Richtung, zwar nicht in eine niedrige Richtung, worüber sich alle freuen, sondern in eine erhöhte Richtung. Und da verspricht man sich eigentlich erhöhte Nachfrage im Gesamtkonsumsektor von. Und diese erhöhte Nachfrage war so ein bisschen die Euphorie für die letzten Tage hier rund im Hang Seng. Man hat so aktuell wieder die Chance, vielleicht diesen Abwärtstrend, den man hier langfristig gesetzt hat, mal zu durchbrechen. Zusätzlich gab es Maßnahmen, die bekannt wurden aus dem zweiten Halbjahr oder die erwartet werden aus dem zweiten Halbjahr für die Zentralbanken in China. Da wird zum einen erwartet, ja, dass man so ein bisschen die Geldpolitik lockert, indem man versucht,
dieser Bestände, die die Unternehmen und auch die Banken vorhalten müssen, bei den Zentralbanken eher etwas reduziert. Zusätzlich erwartet man Leitzinssenkungen in kleinen Schritten. Also hier versucht man in dem Maße gegebenenfalls wieder die Wirtschaft anzukurbeln. Ist bisher aber noch Spekulation, das heißt, noch gibt es ja keine konkreten Maßnahmen. Und ein Blick auf den Nikkei. Der hat ja sein Allzeithoch in der letzten Zeit hier erreicht. Wir sehen es nochmal in Gelb aus dem Jahre 1980. Und ja, nach diesen Jahren rund um die 80er sieht man, dass man ja sich dann über die 40.000er gewälzt hat. Man ist hier drüber gesprungen, allerdings nur kurzzeitig. Dann ging es doch eine ganze Ecke bergab. Und es lag auch so ein bisschen daran, dass der Yen wieder stärker geworden ist. Also der Yen nach oder vor den Zentralbanksitzungen auch in Japan deutlich fester gewesen. Und das hat den Kurs aktuell so ein bisschen wieder abgemildert, aber wir sind, wie gesagt, wieder in einer dieser Konsolidierungsphasen, die wir auch in der Vergangenheit hier öfter gesehen haben. Kurzer Blick noch auf Gold, denn bei Gold gab es auch ein neues Allzeithoch. Man hat jetzt wirklich diesen Widerstand hier bei 2075 mal wieder durchbrochen, diesmal aber etwas nachhaltiger, also auch hier drüber geschlossen in der Woche. Dann gibt es hier, wie gesagt, jetzt diesen neuen Punkt bei ungefähr diesen 2177 Dollar, an dem wir jetzt gerade befinden bei Gold. Wir haben uns das ja vor 2 Wochen, glaube ich, mal genauer anguckt oder mittlerweile fast sogar 3 Wochen wieder her. Da haben wir den Goldpreis mal unter die Lupe genommen. Guckt euch das gerne nochmal an, wenn euch das interessiert im Rahmen von Barrick Gold. Da ist das aber natürlich eine Beflügelung, gerade für viele Investoren, die seit Jahren auch so ein bisschen auf diesen Ausbruch gewartet haben. Jetzt wird sich zeigen, wie nachhaltig wird das Ganze sein. Impulse kommen hier natürlich auch sehr, sehr deutlich aus diesen erwarteten Zinssenkungen und damit so einer Risikoverschiebung hin wieder von oder weg wieder von Anleihen, hin wieder gegebenenfalls zu Aktien oder halt auch zu Gold, wer es etwas sicherer mag. Und für alle, die es weniger sicher mögen und mehr Volatilität brauchen, die können ja nochmal einen Blick auf den Bitcoin werfen. Das tut ihr wahrscheinlich sowieso alle. Man sieht aktuell wieder neue Allzeithochs. Wir sind jetzt ungefähr bei diesen 71.772.000 US-Dollar beim Bitcoin. Wir hatten eine Konsolidierungsphase auch hier beim alten Allzeithoch um die 65.000, 67.000, um es relativ genau zu sagen. Was wir aber sehen, dass die Dynamik doch relativ stark ist. Also wir sind von einem Aufwärtstrend in den steileren Aufwärtstrend, in den noch steileren Aufwärtstrend gekommen. Und das hat man auch hier im RSI gesehen. Also auch der ist weiter im überkauften Bereich. Aber die Dynamik bleibt bestehen. Die ETFs haben weiterhin ihre Kosten gesenkt und man sieht deutliche Zuflüsse hier beim Bitcoin. Blick noch auf die Aktien-News der Woche kann man sagen. Wir hatten zum einen den Start bei CrowdStrike. CrowdStrike ja als Cyber-Security-Anbieter stand auch letzte Woche bei uns im Fokus. Ich gehe gerade nochmal auf den Chart. Was wir hier gesehen haben, war hier so ein bisschen diese Untertassenformation, diesen leichten Henkel, der sich hier angebildet hat, aber schon im positiven Bereich, muss man an der Stelle sagen. Auch mit den Erwartungen an CrowdStrike, die ja sehr, sehr hoch waren, hat die Aktie es trotzdem am Ende geschafft, ich gehe nochmal kurz hier zurück, plus 24% in der Spitze zu erreichen, eine geschlagene Quartalszahl, einen optimistischen Ausblick, der Umsatz ist weiter angestiegen. Ja, und diese Dynamik haben wir dann auch im Chart gesehen. Also man sieht es ganz oben, sind wir wirklich ausgebrochen bis auf diese über 380 US-Dollar. Wir haben diese Dynamik auch dann im Volumen gesehen und auch hier im RSI, der dann in den deutlich überkauften Bereich gerutscht ist. Das Ganze hat sich dann aber danach wieder konsolidiert. Also da musste man fast einen schnellen Finger haben, kann man sagen, wenn man wirklich hier am Trade beteiligt war, zumindest für diese Earnings und hier auf steigende Kurse gewettet hat. Das Ganze hat sich dann doch wieder abgemildert und man hat sich ein bisschen wieder um die Nulllinie eingependelt in den letzten Tagen. Wo es auch spannende News gab, war bei Kroger und auch bei Target, US-amerikanische Einzelhändler, die ja so ähnlich zu wie Walmart so ein bisschen diesen Anstieg des Konsums gezeigt haben, optimistische Aussichten in dem Rahmen des Konsums gezeigt haben und das halt für das bestehende Geschäftsjahr und auch das, was in dem Geschäftsjahr noch kommt. Und auch bei Kroger nochmal ein kurzer Blick auf das, was wir uns letzte Woche angesehen haben. Ja, also diese Konsolidierung über die letzte Zeit, hier immer mit diesem kleinen Touch oben an dieser 50er-Linie mit der Chance dann hier auszubrechen. Ungefähr 25% an Potenzial hat man hier zumindest ausmachen können. Das Ganze kam dann auch mit einer ordentlichen Dynamik rein. Also wir sind hier nach den positiven Zahlen in ungefähr 12% in der Spitze nach oben gestiegen.
Es hat sich danach wieder so ein bisschen abgemildert. Also weiteres Potenzial von den 24% wurde nicht ausgeschöpft. Wir sind auch hier dann deutlich angestiegen im RSI, aber wir haben halt diese Konsolidierungsphase hier doch deutlich durchschritten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo der Weg auch hier von Kroger weitergeht. Gehen wir zurück zu den Ergebnissen und gehen weiter zu JD.com, chinesischer Online-Händler. Auch der hat die Erwartungen übertroffen. Aber er hat auch so ein bisschen diese Konsumflaute in China nicht kritisiert, aber er hat sie zumindest ins Rampenlicht gestellt. Er hat die Preise zwar gesenkt und ist dann ein bisschen auf die Masse übrig gegangen. Ganz grundsätzlich muss man sagen, ist es jetzt nicht allzu positiv, aber doch ein bisschen positiver, als es erwartet war. Und JD.com liegt doch relativ am Boden. Wir können gerne nochmal ganz kurz den Blick auch hier drauf werfen. Ich zeige euch gerne mal den Chart. Und wir sehen es ganz gut hier bei JD.com, ja, auch im Wochenchart, dass wir uns natürlich auf sehr, sehr niedrigen Niveaus befinden. Wir kennen das ganz generell, wir haben es gerade eben beim Hang Seng gesehen. Und ja, diese positiven Earnings könnten zumindest ein Befreiungsschlag jetzt in kurzer Hinsicht sein. Rein charttechnisch gesehen sind wir halt eher immer noch auf tiefen Niveaus. Ganz anders sieht es bei Broadcom aus. Da gab es zwar einen leichten Rückschlag, hier eine leichte Konsolidierung. Man hatte ein bisschen mehr Euphorie sich erhofft. Aber grundsätzlich hat man eigentlich solide Zahlen geliefert, auch besser als erwartete. Und das ist so ein bisschen auch an der Dynamik des Freitags, wo auch Nvidia oder andere große Chip-Stocks zurückgekommen sind. Und zum einen halt diese Ergebnisse in der Kombination, muss man sagen, aber hier meckern auf hohem Niveaus. Also hier ist man eigentlich weiterhin fast im überkauften Bereich, auch so leicht jetzt hier drunter gerutscht in den letzten Tagen. Hier klappe ich mal alles auf, denn es wird ganz spannend, wenn man von oben nach unten das Ganze mal durchgeht. Novo Nordisk hat nämlich positive Zahlen geliefert, nachdem es wieder vielversprechende Ergebnisse aus Studien gab. Und wieder um das Thema Gewichtsabnahme, wieder um das Thema Abnehmspritzen, und die Aktie hat hier neue Allzeithochs erreicht. Ganz anders war es bei DHL. Da sieht man deutlich dieses gesamtglobale Konsumklima. Man sieht es ja immer so lokal, wenn man auf Walmart guckt und gesehen hat, okay, das zieht wieder an oder soll zukünftig wieder anziehen. Jetzt guckt man auf Europa und auch auf das globale Klima, und da sagt DHL, ja, es ist weiterhin schwach und es wird weiterhin auch wenig im Pakethandel bestellt, zumindest im Vergleich der letzten Jahre. Dementsprechend ist der Umsatz eingebrochen und auch der Gewinn. Costco Wholesale mal so ein bisschen anders als bei den anderen Konsumgiganten, gegebenenfalls auch hier wieder auf Meckern auch von sehr hohen Niveaus. Auch da zeige ich euch nochmal ganz kurz den Chart. Denn Costco ist anders als Kroger, anders als Walmart, anders als viele andere Unternehmen in der aktuellen Zeit, etwas abgeschmilzt nach den Quartalszahlen. Aber wie gesagt, hier auch meckern auf hohen Niveaus. Wir sind nämlich in der letzten Zeit sehr, sehr hoch gelaufen. Wir sehen es auch hier unten an dem RSI. Trotzdem führt das jetzt hier mal wieder zu einer leichten Konsolidierung. Und deutlich krasser war es noch bei Footlooker, haben wir auch in der letzten Woche schon mal drauf geguckt. Die Aktie ist mal wieder nach unten gerauscht und so langsam zeichnet sich da auch so ein Bild ab, was die Ergebnisse betrifft. Sie sind nicht immer so, aber doch immer mal wieder regelmäßige Gaps, die wir hier in den Ergebnissen sehen. Also relativ schwer vorherzusagen, das Geschäft von Footlooker auch für Analysten. Denn wir sehen nicht umsonst immer diese relativ großen Sprünge. Wie gesagt, jetzt sind es ungefähr 25%, die es wieder nach unten ging. Wir haben das Ganze thematisiert, sowohl in unseren Aktien-Roundups zu Nike als auch zu Adidas, dass sich hier so ein bisschen was tut, auch in den Kooperationen zwischen den großen Schuhmarken und dann Footlooker. Zuletzt zu nochmal einem deutschen, eigentlich nach langer Zeit mal wieder Technologie-Hoffnungsträger. In der Corona-Zeit ging es dort rapide bergauf. Kochboxen waren das Thema. Man muss sagen, das war so ein bisschen die Revolution. Man hat das in Deutschland aufgebaut und hat es dann auch in die USA weitergetrieben oder weitergetragen, dort ausgebaut. Und jetzt muss man aber sagen, gab es nochmal einen deutlichen Deckel für die Aktie. Man hat die Aussichten
nochmal deutlich gesenkt. Man hat auch die Prognosen für die Geschäftsjahre im Jahr 2025 gestrichen. Man hat keine neuen veröffentlicht. Man hat nur gesagt, es gibt deutlichen Nachfragerückgang und man sieht es hier, 46% ist die Aktie wieder abgeschmiert. Und jetzt muss man an der Stelle sagen, sind wir wirklich auf sehr, sehr tiefen Niveaus unterwegs. Also wir sind hier mittlerweile bei ungefähr 7 Euro je Aktie. Wir sind also weit entfernt von den Hochs, die man in der Corona-Zeit hier gesehen hat, wo wir auch kurzzeitig fast in Richtung 100 Euro gelaufen sind. Die Aktie ist mittlerweile auch nur noch ungefähr, oder das Unternehmen ist mittlerweile nur noch ungefähr 1,1 Milliarden Euro wert. Also sehr tiefe Niveaus. Man muss aber auch sagen, sehr, sehr viel Unsicherheit, da natürlich das Hauptgeschäft aktuell sehr, sehr stark rückläufig ist. Was steht diese Woche noch an? Wie gesagt, wir haben uns ja CrowdStrike gerade eben schon nochmal angesehen. Wenn man aber ein bisschen auf das blickt, was in der nächsten Woche wirklich noch wichtig wird, dann gibt es die zum Beispiel die Ergebnisse von On, die Ergebnisse von ADM, die Ergebnisse von TAC Immobilien. Die sind gerade schon rausgekommen, waren schlechter, als sich das viele erhofft haben. Wenn man einmal auf den Kurs schaut, ist ja heute ein ganzes Stück schon abgesackt. Was haben wir sonst noch an spannenden Ergebnissen? Vielleicht diese Woche Dollar Tree, so ein bisschen im Rahmen des Konsumklimas auch für die USA wichtig. Sentinel One im Rahmen insbesondere, was das Cybersecurity-Geschäft in den USA betrifft, ist eigentlich ein Konkurrent von CrowdStrike. Allerdings muss man an der Stelle sagen, in den letzten Jahren deutlich stärker seitwärts gelaufen. Adidas haben wir ja schon mal besprochen und ich hole an der Stelle nochmal den Chart raus. Den haben wir uns in vor 2 Wochen ungefähr angesehen. Und an der Stelle kann man sagen, ist das ja so ein bisschen ein Turnaround-Kandidat. Wir sind ungefähr 70% zwischenzeitlich heruntergekommen von den Allzeithochs bei so einem großen und traditionellen Konzern schon sehr erheblich. Es gab dann so ein bisschen diesen Aufschwung, den wir hier gesehen haben und dieser Aufwärtskanal, der gefolgt ist. Wenn ihr da nochmal Interesse dran habt, schaut euch gerne nochmal den Aktien-Roundup dazu an. Die Erwartung ist ja so ein bisschen, wenn dieser Trend sich weiter fortsetzt, dass man dann an diesen 214er, 217er Linien hängen bleibt. Und da ist einfach die große Frage, wie werden die künftigen Ergebnisse, wie wird insbesondere die Prognose, wenn man nämlich so ein bisschen drauf schaut, was der Markt erwartet, dann erwarten wir sehr, sehr niedrige Niveaus, also schlechte Ergebnisse, die man gegebenenfalls übertrumpfen kann, die aber gegebenenfalls auch nochmal negativ geschlagen werden können, so wie im letzten Jahr. Also hier steckt viel, viel in den Ergebnissen und in den Prognosen der Zukunft, ob man das Geschäft denn wiederbeleben kann. Zuletzt gab es vermehrt positive Nachrichten, dass der Schwung weg von der Kooperation rund um Kanye West doch besser verläuft als gedacht. Was steht dann noch an? Wir haben Pinduoduo, ähnlich zu JD.com in den letzten Jahren, aber deutlich besser gelaufen, auch als Einzelhändler in China. Adobe steht an. An der Stelle gibt es ja immer viele Fans. Und wenn man sich den Chart von Adobe aber ansieht, dann sieht man rein charttechnisch eigentlich aktuell so eine M-Formation, was eine Formation ist, die eher für einen weiteren Abwärtstrend steht. Jetzt muss man aber sagen, ist dieser Abwärtstrend schon etwas passiert von ja, ein paar Wochen eigentlich jetzt schon. Und man konsolidiert jetzt hier um diese 200er Durchschnittslinie und es bildet sich quasi hier gerade wieder so ein neuer Impuls. Und der kann zum einen positiv, aber zum anderen auch negativ sein. Wenn man auf die Ergebniserwartungen schaut, dann sind die eigentlich immer im Rahmen der Erwartungen und grundsätzlich eher auch so ein bisschen besser. Und aktuell hat man aber auch wieder erhöhte Erwartungen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mir nochmal weitere Faktoren ansehen. Ich bin mal weiter auf die Suche gegangen und habe zum Beispiel diesen Ausblick hier von oder diese Statistik hier von Semrush mitgebracht. Und hier sieht man ganz gut, wie sich der organische Traffic, also der Webseiten-Traffic auf den Seiten von Adobe entwickelt. Und was man hier ganz gut sehen kann, ist, ja, dass es seit dem Tiefpunkt hier im Mai letzten Jahres eigentlich einen relativ kontinuierlichen Aufwärtstrend gibt. Insbesondere ja seit dem November letzten Jahres sehen wir doch eine relativ gute Dynamik. Jetzt sagt man, okay, Adobe hat sehr, sehr viel Konkurrenz aktuell durch andere KI. Betreiber, Bilder, die anders erstellt werden können, Texte, die anders erstellt werden können, Videos, die anders erstellt werden können. All das grätscht so ein bisschen an das Geschäftsmodell. Allerdings hat Adobe auch angefangen, hier weitere Entwicklungen
ja, vorzunehmen, hat ihre Plattform weiter aufgebaut. Also hier könnte gegebenenfalls zumindest Impuls zustande kommen. Und ja, was haben wir diese Woche noch? Rheinmetall, Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd kann man auch noch mal einen kurzen Blick drauf werfen. An der Stelle sieht man, dass es hier doch einen deutlichen Abschwung gegeben hat in den letzten Wochen. Es bildet sich so ein bisschen so eine Keilformation, kann man sagen. Und diese Keilformation wurde zwar hier mal schon unterschritten, gab dann aber wieder positive Impulse rund um das, was im Mittelmeer passiert ist. Und ja, jetzt löst sich das Ganze zumindest so ein bisschen wieder. Das heißt, die Preise fallen weiter. Es ist weiterhin das schwache Konsumklima, was wir auch bei DHL gesehen haben. Die Erwartungen sind auch sehr, sehr niedrig. Also hier spricht nicht vieles für eine schnelle Erholung. Ansonsten, wie gesagt, Vonovia, Bechtle und dann auch noch Konkretes zu HelloFresh. Termine für diese Woche, Inflationsrate in den USA ist das Kernfokusthema, Produktionspreise in den USA ebenfalls, also alles rund ums Preissegment wird wichtig, Verbrauchervertrauen ebenfalls, also Konsum und die USA werden diese Woche wichtig. Wir haben am Donnerstag wieder Aktien-Roundup, danach Aktienwerkstatt, da sehen wir uns spätestens wieder und ich verabschiede